Hallo und herzlich willkommen zu einem Schild namens Bergstätten. Einen leckeren Hühnchen. Einer neuen Aufnahmesession. Und viele neue Errungenschaften. Denn hier standen mal Häuser. Der Hexenturm. Da steht noch. Hier sind komische Berge entstanden. Fichten, Wälder, Ställe. Das Dorf am Rande der Berge, Bergsteppen. Ja, das kann nur bedeuten, dass hier der Zwerg. Ein Zwerg wohnt hier. Guckt euch die Häuser an. Wunderhübsch. Hier ist ein Verkaufsstand. Und alles ist so mit Gras bedeckt, wie im Mittelalter auch. Ich finde das wunderhübsch. Gerade dieses Gebäude ist mir wirklich ein Dorn im Auge. Es sieht wahrhaftig sehr, sehr hübsch aus. Und ich habe das Chat noch an. Option, Chat-Einstellungen. Versteckt. Hier die Marktstände, so klein und fein. Ich habe ja immer die Rubrik, die so 2-1-2, also 5 breit zu machen. Dann macht es einfach 4 breit und es hat einen ganz anderen Charakter irgendwie, ne? Irgendwie schon. Und die ganzen Häuser hier so in den Berg reingemeißelt, ne? Vor allen Dingen das Haus, was einen Ofen darstellen kann. Nicht kann, sondern sogar ist. Oben ist der Abzug. Müsste vielleicht noch eine Eisenplatte unten, also eine Eisentür hier reinmachen, aber da verbrennt man sich wahrscheinlich die Hände dran. Hier wohnt der Bäcker. Mit Öfen, Bücherregale, Kuchen. Klein, aber fein. Es wird langsam Nacht. Ich habe mein Bett schon dabei. So. Schlafen wir mal. Und jetzt fängt die Folge regulär an. Genau. Und dieses Haus, das sieht so wunderschön aus. Vor allen Dingen im Sonnenlicht, da müssen wir jetzt schnell mal den Berg hier hochkraxeln, dass wir die volle Hausbreite da drauf bekommen. Nämlich so. Ach. Der scheiß Wegpunkt an hier. Wegpunkte. Der Wegpunkt ist an der hier. Fertig. So. Vielleicht noch ein bisschen höher, 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 höher. So. Und die. Ja. Oder? Die Taste. Gut, kommen wir wieder hier runter. Schaut aber wirklich wunderhübsch aus, warte mal. So richtig verwunschen irgendwie, ne? Mach ich gleich mal so ein Foto. Hier ist der Brunnen. Ich glaube, das ist auch der Brunnen gewesen vom alten Dorf. Ich bin mir da nicht sicher. Aber da ist schon unsere Heimatkoordinate angeguckt. Bergwinkel, in diese Richtung müssen wir gehen. Ich habe hier mein Esel da gelassen, die liebe Ute. Und die Ute, die wusste der Enrico nicht, dass das die Ute war, die da drinnen stand. Der Max hat nämlich die Ute hier reingetan, um sie eben hier drinnen zu behalten, dass sie nicht abhaut. Und dann Enrico war mal hier zu Besuch und da hat die dann als Heimesel benutzt und die liebe Ute steht in Hohnstein, deswegen blende ich mir jetzt mal den Wegpunkt Hohnstein ein, bearbeiten an und wir laufen jetzt gen Hohnstein bzw. wurde im Auftrag des Teleportationsmechanismus der Version 1.10
für Minecraft hier, Minecraft Vanilla, hat sich der schlaue Kopf von Cedric, die liebe Anni, der Enrico und der Max und der Fasgar zusammengesetzt, haben unsere schlauen Köpfe zusammengeschlagen und der Cedric hat es endlich hinbekommen, ein Boot zu kopieren und hinzusetzen und zu verstehen, wie das der ganze Mechanismus funktioniert. Das werde ich wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch in einem Tutorial zu euch rüberbringen. Das bedeutet, wir tun jetzt erstmal hier leinlos Insel Wattungen. Tada! Und da sind wir jetzt hier. Genau. Das Boot wurde sozusagen kopiert. Ist erstmal ein Prototyp. Darum ist das auch ein bisschen steril gehalten. Ich glaube nämlich, dass die Segel noch ein bisschen anders wären, aber so sind sie erstmal eingefahren, die Segel. Und wir müssen nach Hohnstein. Und das haben wir hier. Bam. Guten Tag. Eine kleine Stärkung für dich. Nein, das brauche ich nicht. Ich habe noch Essen bei mir. Willkommen. Herzlich willkommen in Hohnstein, Reisender. Super. Guten Tag. Ist jemand zu Hause? Ist jemand zu Hause? Ja, ich bin alleine. Dann gucken wir mal, wie der Enrico das liebe Eselchen abgestellt hat. Mein lieben Packeselstute, die Ute. Seht ihr sie? Hier nicht. Hier ist die Schäferei. Genau, Schäferei Pumuckl. Ah ja, hier war mal früher das Spawn irgendwo. Hier sind die Kakaobohnenfelder. Kakaobohnengarten. Cool. Hier ist ein Hundi. Guten Tag. Warte mal, den kriegst du hier. Bäm. So. Na, das Schwert möchte ich hier nicht ziehen. Nicht, dass ich hier ein Dorf wohne. Außer den Schlage. Das wäre nicht so praktisch. Okay, was steht hier? Frau Limprecht. Sehr erfreut. Hier sind so ein paar Sachen drin. Hier ist das Hohensteiner Rathaus. In seiner vollen Pracht. Postamt natürlich, meinte ich doch. Das ist das Rathaus. In seiner vollen Pracht. Offizielles Rathaus. Von Hohnstein. Cool. Bürgersaat, Sorgen und Wünsche, Telefon und Ortsarchiv. Okay, da gehen wir mal nicht drauf weiter ein. Vielleicht ist das hier jetzt ja privat. Genau. Und hier sind zwei Banner. Wiedersehen in Hohnstein. Das ist ja hier die Mauer, die der liebe Serlo ziehen möchte. Gefällt mir sehr gut. Das ist das Hohnsteiner Banner. Und das ist wahrscheinlich das Banner von dem Landkreis Bergtal. Ich bin mir da nicht sicher. Da muss ich mich mal genauer erkunden. Und das ist der Marktplatz. Das schaut schick aus, Serlo. Schick, schick. Gefällt mir. Gerade das Banner, das hat auch was. Das Banner hat was. Hier ist nochmal das Hohnsteiner Banner mit oben und unten Zäckchen dran. Also Zacken. Gefällt mir. Super. Aber ich möchte immer noch die Ute suchen. Wo ist die Ute? Die gute Ute. Sie hier? Hallo, Ute. Ne, hier ist sie nicht. Guck mal, hier kann man auch hochgehen. Oben drauf. Vielleicht sehen wir sie von hier oben. Wo ja kaum. Vielleicht haben wir hier eine höhere Chance, hier meine PvP-Skills, PvP, meine Jump-Skills, ah ne, das ist eine umgekehrte Treppe. Geht das natürlich. Ja, wer die Ute findet, der kriegt einen Groschen, einen Silbertaler. Natürlich, das ist jetzt die beste Musik hier dafür. Es kann natürlich auch sein,
dass der liebe Enrico die Ute schon längst zurückgebracht hat nach Nordwien. Das kann natürlich auch sein. Davon müssen wir ausgehen. Hier ist der Friedhof. Ist der Friedhof. Wir müssen schon wieder was essen. Wir können ja mal... Hier ist auch noch ein Gatter. Wo könnte das sein? Guck mal, bei mir hier. Ja, bei mir sind die Fensterläden zu. Aber da ist hier auch nichts. Ich wette mit euch, dass der liebe Salo die schon zu mir gebracht hat. Ich glaube schon. Wir gucken einfach mal nach. Ich reise mal zurück zur Insel Wattungen. Von dort aus ist es ja nur ein Katzensprung wieder zurück. Zu uns. Nach Nordwien. Gucken wir mal, ob sich auf der Insel Wattungen was getan hat. So, leinlos Insel Wattungen. Bams. Sich hier was getan? Gucken wir mal, ob sich hier was getan hat. Weil man konnte ja nicht auf den Dachboden gehen. Mir fehlte bei mir die Leiter. Die muss ich noch anbrennen. Da muss ich mir noch mal was überlegen. Das können wir in den nächsten Folgen mit angehen. Und da darf ich auch was nicht vergessen, denn ja, das erzähle ich in der nächsten Folge. Seid schon mal gespannt drauf. Gucken jetzt erstmal noch fix, ob die Ute im Stall steht. Die gute Ute. Die gute Ute. Die Ute. Schnell, schnell, es wird dunkel. Es reimt sich. Was sich reimt, ist gut. Das ist ein Trampelfahrt. Mal gespannt, wo der hinführt. Kenne ich nicht. Kann ich mich nicht erinnern, den Gesetz zu haben. Vielleicht ein Geist. Vielleicht auch nicht. Nee, durch das Getümmel hier. Durch der Stadt. Guten Tag. Ja, ich bin wieder da. War im Bergstädten. Bei dem lieben Max, den Zwerg. Max der Zwerg. So, hier kommt eine Schenke hin. Super. Ich zücke das Bett. Guten Tag, hey, runter von meinem Bett.